Was ist denn hier? Ach, die Sümpfe. Portal zur Unterwelt. Okay, ich soll die schließen. Ich würde mal sagen, bisschen schattig hier, ne? Die Portale spenden echt viel Schatten. Ja, immer diese schlechten Wortwitze. Ist ja unglaublich. Immer breche ich diese Fähigkeit auch ab, ne? Das ist genial. So, stirb du Portal zur Unterwelt. Und, hier sind noch Leuchtkäfer. Ach, was? What the fuck? Ach, die gab's ja auch noch. Ach, na, ganz toll. Ich erinnere mich. Die waren ja richtig schön hier. Da habe ich mich immer gefreut, die hier töten zu dürfen, weil die so leicht waren und ich nie gestorben bin. Hahaha. Nee, ich glaube, ich bin da ziemlich oft gestorben sogar. Naja. Ah, das wird schon irgendwie werden. Denke ich mal. So, vielleicht. Ich kann ja mal das Banner hier aufstellen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Eigentlich bringt das eher was, wenn ich volle Gesundheit habe und dann das aufstelle. Am Anfang des Kampfes. Und nicht mittendrin, weil das macht ja irgendwie keinen Sinn. So. Lalalala. So, das auch fertig. Gut, dann machen wir mal das. Und Bogenschützer. So. Und jetzt stirb. Ja, tot. Nein, ein Leuchtkäfer. Wieso habe ich den angegriffen? Keine Ahnung, der greift immer automatisch irgendwen an. Habe ich so das Gefühl. So aufheben, Banner der Verteidigung. Ganz toll. Und so stecke ich es wieder in den Boden. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Portal. Zum Portal 2. Nee, das war ein anderes Spiel. Das hieß so. Das müsste ich auch mal letztens spielen. Habe ich das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mal Portal geschenkt bekommen bei Steam oder so. Das war da, glaube ich, kostenlos. Also, was heißt geschenkt bekommen? Es war halt kostenlos, habe ich es mir geholt. Für 0 Euro. War das Portal? War das Portal? War das Portal 2? Ich weiß das gar nicht. So, Portal zur Unterwelt. Dürp. So, ich muss mal gucken, wo ist denn das Banner da hinten? Da muss ich gleich mal zurücklaufen. So. Jetzt komm schon, geh kaputt, du Portal. Das hat aber auch viel Leben. So, haben wir es auch kaputt gemacht. Und können jetzt kämpfen gegen den Witteran, hä? Ach so, jetzt läuft er zum Banner, er ist ja schlau. Warte mal. Was ist das denn jetzt hier? Das war jetzt auch sehr schlau, jetzt bin ich zu weit vom Banner entfernt. Da hat das mir genau gar nichts genützt. Naja, so viel dazu. So, aber wir haben hier auch Hilfe. Ich glaube, da brauche ich auch gar keinen Banner. So. Nanu. Klick. Das hier eigentlich Siegel gemacht. Brauche ich nicht. So. Ich nutze diese Fähigkeiten hier hinten fast nie, ne? Fällt mir auch mal so auf. Beim Magier waren die irgendwie anders. Da haben die noch Schaden gemacht, aber hier irgendwie. Weiß ich nicht. Doch ein bisschen Schaden machen die auch, aber ich weiß nicht, ob das gut. Ob das wirklich viel ist, glaube ich eher nicht. So, gibt es irgendwo ein Event, fragt einer. Weiß ich nicht. Oh, guck mal, hier laufen ein paar Tote rum, wollte ich gerade sagen. Hier liegen ein paar Tote rum, natürlich. Dann würde ich mal sagen, wir tun mal einmal wiederbeleben. So. Können hier ja keine Toten rumlaufen lassen. Liegen. Keine Ahnung. So. Und hier oben gibt es einen Aussichtspunkt. Und da kommt man hoch, indem man da hochläuft. Nämlich hier. So. Oh, ich dachte, der wäre schwerer. Der ist ja wirklich einfach zu erreichen. Gut, dann gucken wir uns mal um hier. Ansehen. Oh mein Gott, Sümpf. Alter, wie das ruckelt, ey. Das gibt's gar nicht. So, 24 FPS. 23. 24, aber es ruckelt trotzdem. Das sind nicht 24 FPS, niemals. Also hier sind die FPS auch echt niedrig. Muss ich einfach mal sagen. Wie gesagt, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ach ja. Meine kommt auch langsam wirklich in die Jahre. Ist natürlich doof. Kannst du nichts machen. So, Alter. So, solange ich noch spielen kann, so. Ja. Warte mal, hä? Wo ist der? Ach, da ist er hin. Ich habe mich gerade gewundert, dass er verschwunden ist, aber hat sich nur unsichtbar gemacht. Das machen Skelk zu. Mache ich auch gerne mal, mich unsichtbar.
wenn ich wieder Scheiße gebaut habe, einfach unsichtbar machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Tja. Was würdet ihr machen, wenn ihr, wenn ihr unsichtbar wäret? Na? Schreibt's in die Kommentare. Genau. Warte, ich habe genau das Falsche geklickt. So. Okay. Interessant ist auch in dem Spiel, dass man hier tatsächlich überall... Man kann gegen das Portal laufen? Warte. Ja, man kann da tatsächlich gegenlaufen. Man kann nicht durchlaufen. Interessant. Aber ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht durchlaufen. Ne, interessant ist, dass man hier die Fähigkeiten einsetzen kann, auch wenn man keinen Gegner hat. Kannst du einfach mal in die Luft schlagen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das gefällt mir. Ganz lustig. So, stirb, du Veteran Arze. Keine Ahnung, Arze. Arze? Keine Ahnung, was das sein soll. Frag mich nicht. Das kommt aus der Hölle, Mensch. Oder aus der Unterwelt. Da stelle ich keine Fragen mehr. So. Weil es stirbt eh gleich, von daher. Ne? Tja. Ja, ja, so, jetzt stirb doch mal. Zwing, Portaldiener und Schenk, gequälten Geister in den letzten Frieden. Ach, gequälte Geister gab es auch noch. Das hier ist aber auch. Warte mal, so. Na komm schon. Na komm schön. Jetzt bist du doch mal endlich tot. Mein Gott, ey. Das hat ja wieder gedauert. Da ist ein gequälter Geist. Guck dir das mal an. Den müssen wir doch mal. Den letzten Frieden schenken, steht da auch. Schließt Portale zur Unterwelt. Bezwingt Portaldiener und schenke gequälten Geistern den letzten Frieden. Zeigt mir, was euch quält, Geist. Wie, ja, was? Ach, das Ding. Ah, da muss ich auch bloß Schatten töten anscheinend. Gut. So. Tot er ist. Und der Geist ruht jetzt. Und er winkt. Was? Hat er jetzt echt gewunken? Oh, Entschuldigung. Hab gerade dein Schwert aus Versehen durch... Mein Schwert durch dich durchge... Na, ist ja ein Geist. Dem tut das, glaube ich, nichts. Dem dürften eigentlich Schwerter nichts anhaben dürfen. Naja. Dem dürften eigentlich Schwerter nichts anhaben. Ich glaube, so ist richtig der Satz. Warte mal. Hallo? Gequälter Geist. Rede mit mir. Hallo? Der will gar nicht. Gut, dann lese ich so lange mal Post. Großartige Arbeit, schreibt mir der Seraph Elmder. Die Zentauren sind erschüttert. Man sieht es in ihren Augen. Den Feind zu demoralisieren ist der halbe Sieg. Und ihr habt dazu beigetragen. Ich danke euch. Mit eurer Hilfe ist Tonteich so viel sicherer geworden. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Das freut mich jetzt aber. Und ich kriege ja Geld. So, das, das hatten wir, glaube ich, schon. Die Zentauren geben nicht auf. Ja, schon eine Woche alt. Okay, gut. Hier ist noch ein ruhender Geist, aber den, naja. Und der gequälte Geist hier, der will irgendwie nicht. Der, dann lassen wir ihn einfach gequält sein. So. Mit dir können wir auch noch reden. Zeigt mir, was euch quält, Geist. Und, was ist es? Was ist es? Na? Na, wer hätte damit gerechnet? Ein Schatten. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Damit hätte doch niemand gerechnet. Wer kann denn mit so etwas rechnen? Ist mir ehrlich, mit Zahlen kannst du rechnen, aber doch nicht mit Schatten. Sonst gibt es bestimmt einen Mathematiker, der mir das Gegenteil beweisen möchte, aber naja. Der meine Aussage wieder belegen möchte, das reicht ja eigentlich schon. So, naja. So, einmal Ansturm und jetzt hier. Stirb, du elender Schatten. Und stirb, du Portal. Zur Unterwelt. Du wirst geschlossen, das erinnert mich an ein anderes Spiel, was ich gespielt habe. Wie hieß denn Ditte? Ich weiß es ja nicht mehr. Das war auch nicht schlecht. Da bin ich am Ende zwar nicht mehr weitergekommen, weil ich zu schlecht war wahrscheinlich. Aber das hat mir auch gefallen. Das war noch für die PlayStation 2, Gott. Wie hieß denn das? Ich glaube, es hieß irgendwie Champions of Norwath. Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon ewig her. Das habe ich sogar noch mit meinem Vater zusammengespielt. Mensch, unglaublich. Ich fand es immer lustig, wenn...
wenn wir uns dann gegenseitig beim Spielen zugeguckt haben, auch bei anderen Spielen, bei Zelda oder was weiß ich, da, du musst das so machen und das musst du dahin verschieben und nein, was spielst du denn da? Du stellst dich ja total dämlich an. Das war die ganze Zeit irgendwie so. Das war irgendwie lustig. Und irgendwie auch nicht. Naja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, also wenn euch wer beim Spielen zuguckt, naja. Ihr kennt das bestimmt. Dass das denn immer ein bisschen, naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Da gibt man dann immer Tipps und sonst was, aber das wollen die Leute meistens gar nicht. Aber gibt trotzdem Tipps. So, hier ist ein runder Geist, den braucht man nicht, glaube ich. Oder? Kann ich mit dem reden? Nee, der ruht ja jetzt. Ich glaube dem, nee, der ist, glaube ich, egal. So. Ja, ich kann jetzt noch mehr, na ganz toll, ich kann jetzt noch mehr Portale schließen. Da freue ich mich ja drüber. Das ist ja richtig toll. So, ich könnte jetzt noch so ein Banner aufstellen. Nee, kann ich gerade gar nicht. So, einmal in diese Richtung mal. So, dann ist der Schatten tot. Und jetzt einmal das Banner. Und dann zerstören wir mal das Portal. Würde ich jetzt einfach mal sorgen. Portale gibt es auch in jedem Spiel, oder? Gibt es in jedem Spiel? Doch. Naja, nicht in jedem, aber so in gefühlt jedem Spiel gibt es irgendein Portal. In egal welcher Form. So, da habe ich eigentlich gerade in die falsche Richtung geklingenwirbelt. Gewirbelsturmangriff. Was für ein Wort. Ja, ich würde sagen, wir töten den jetzt einfach mal. La la la, das kann sich nur noch hinziehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 20 Minuten. Tja. Ich meine, wenn ihr Bahnfahrer seid, dann seid ihr bestimmt Verspätungen gewohnt, aber naja. Ach ja, die Deutsche Bahn. Ich finde es ja lustig, dass die Bahnchef Medorn jetzt für den Berliner Flughafen, wobei Flughafen auch nicht so falsch ist, ist ja eigentlich nur die Hälfte Flughafen. Nee, für den Berliner Flughafen irgendwie als Berater da, als letzte Hoffnung. Ist ja genial. Der hat doch Stuttgart 21 auch nicht hingekriegt als Bahnchef. Weiß ich gar nicht, aber es ist so genial. Ja, und ach, hier ist übrigens so eine Sehenswürdigkeit, die ich nicht entdeckt habe hier unten. Habe ich gar nicht gesehen, die war so versteckt. So, was ist das denn hier? Kirby Schockt. Das ist ja ein toller Name. Warte, da ist noch eine Fertigkeitsherausforderung, an der bin ich auch gerade vorbeigelaufen. Ich denke, ich sollte hier vielleicht mal helfen. Ups. Moment. Wir helfen den Leuten hier mal. So. Geht ja so nicht. Die können ja nicht einfach verrecken hier. Das geht doch nicht. So, warte mal. Hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. Wo ist denn die? Hier ist die. Ach ja, hier sind Ratten. Ja, ganz toll. Lass mich Ratten. Hehehe. Nee. Und Raben sind hier auch. Ja, gibt es überhaupt irgendwas außer Ratten und Raben? Sieht so verlassen aus hier. Ist hier irgendwas? Muss ich mal gucken, warte mal. Ach, guck mal. Hier ist ein Nekromant, hallo. Ihr riskiert Kopf und Kragen, wenn ihr durch diese Gegend reist. Passt gut auf, sonst ist's um euch geschehen. Was meint ihr damit? Die Götter der Menschen mögen diese Welt vielleicht verlassen haben. Aber ich sage euch, eine gewisse mächtige Präsenz war hier dennoch stets zu spüren. Böse Dinge streifen hier frei umher, um sich an den Lebenden zu laben. Und warum bleibt ihr, wenn es doch so gefährlich ist? Die Wissbegierde. Okay, ja, ja, Norden befassen uns mit den Geistern. Ja. Und hier gibt es einen Geist, den ich jemals... der ganz anders ist als jeder Geist, den ich jemals gesehen oder gehört habe. Oder von dem ich gehört habe. Okay, ich möchte eine Erfahrung bringen, was das für ein Geist ist. Ja, dann mach du mal. So, wir laufen jetzt mal weiter und gucken mal nach dem Fähigkeitspunkt da. Und dann ist eigentlich schon wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Was? Ernsthaft? Eigentlich ist jetzt schon wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Weil ich wollte nur eine halbe Stunde spielen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Und, ich spreche schon wieder Sächsisch. Sächsisch. Ja, nein.
So, ich hänge mal gerne in der Wand einfach mal rum. Weißt du, ich... Nicht den Kopf in die Wand stecken, so. Nee, ich will mal mit dem Kopf durch die Wand, so. Ne? Jetzt auch mal mit dem ganzen Körper. Das ist genial, echt. Ja, ja. So, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und nicht mit dem Wand durch die Kopf... nicht mit dem Kopf durch die Wand, Leute. So, na dann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.